Okay, Cora. Aiden und Quinn sind beide weg, ja? Jetzt liegt es an uns. Jetzt liegt es an uns, hier die Monsterstadt zu retten. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bikecraft Monster. Oh, Leute, guckt euch auf jeden Fall die letzte Folge an, damit ihr auf jeden Fall auch da up to date seid und wisst, was passiert ist. Ansonsten, Cora, wir können das Ganze ja nochmal kurz erklären. In der letzten Folge, der Vampir, der hat sich ja entpannt. Der Vampir war die ganze Zeit Tristan. Aber was ist mit dem echten Tristan? Was ist mit dem Vater von Quinn? Das ist eine Frage, die wir uns gestellt haben in der letzten Folge. Und Quinn und Aiden haben sich auf die Suche begeben nach Tristan, nach dem echten Vater von Quinn. Wo auch immer er versteckt sein mag, das wissen wir eben nicht. Auf jeden Fall müssen wir das herausfinden. Die beiden sind schon weg und Cora und ich, wir haben jetzt eine ganz andere Aufgabe. Also Coraline, hör mir mal zu. Und zwar benötigen wir drei Dinge, um einen Vampir zu töten. Wie jeder weiß, braucht man, um einen Vampir zu töten, Weihwasser. Man benötigt, um einen Vampir zu töten, ein Amulett und wir brauchen einen Flock aus dem ersten Baum. Und letzteres, das müssen wir besorgen, nämlich einen Flock aus dem ersten Baum, Cora. Und ich weiß nicht so genau, wie wir das machen wollen, aber ich habe dem Antiquitätenhändler geschrieben, dass der vielleicht eine Ahnung hat, weil Antiquitätenhändler kennen sich ja eigentlich mit ziemlich vielen Dingen aus und mit altertümlichen Dingen und so weiter. Also weiß der ja vielleicht, wo wir einen Flock aus dem ersten Baum herkriegen oder wo überhaupt dieser erste Baum ist. Deswegen treffen wir uns mit dem. Das einzig Negative dabei ist, dass ich nicht weiß, wie das mit den Wachen draußen ist und so weiter, weil die suchen ja alle nach uns. Wir haben natürlich unsere Wings dabei, das ist schon mal ganz gut, sodass sie fliegen können und sowas, aber ich habe nichts zur Verkleidung dabei, ich kann mich nicht unsichtbar machen. Cora hat die Tür zugemacht, sehr, sehr gut. Und ich weiß auch nicht genau, wenn wir herausgefunden haben, wo der erste Baum ist, dann müssen wir ja aus der Monsterstadt raus und ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Cora, pass mal auf, komm mal her, meine Kleine. Das wird dein Job, okay? Weil die Wachen können dich ja nicht sehen, du bist ja unsichtbar für alle anderen, außer für mich. Von daher wird es deine Aufgabe sein, einmal durch die Monsterstadt zu fliegen und einen sicheren Ausweg zu finden, okay? Du suchst einfach nach einem Ausgang, wo wir irgendwie die Stadt verlassen können. Und ich würde sagen, ich mach die mal auf, so. Und du darfst dann jetzt, okay? Wir treffen uns dann danach. Komm einfach dann zurück, okay? Dann, oh mein Gott. Da ist eine Wache. Oh Gott, vor unserer Tür direkt. Das sind zwei Wachen. Cora, flieg. Fliegt sie weg? Oh mein Gott, sie ist weggeflogen. Leute, warum stehen da zwei Wachen vor unserer Tür? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Freunde? Ey, keine Ahnung. Stehen die da immer noch? Da kam gerade eine dritte. Wo ist der hin? Da vorne. Noch einer? Seid ihr bereit für die Durchsuchung? Nein. Oh mein Gott. Nein, die kommen hier rein? Nein, das gibt's nicht. Die kommen hier rein. Leute, was machen wir denn jetzt? Wo können wir hin? Oh mein Gott. Schnell, schnell irgendwo rein. Keine Ahnung, hier zu Nick. Oh mein Gott. Kommen sie? Ich glaube, sie kommen. Oh mein Gott. Habe ich was gehört? Leute? Ich habe... Nein. Da ist eine Tür aufgegangen. Ist dann... Nein, da ist eine Wache. Sieht er uns? Oh mein Gott, der sieht uns nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, der ist in Nicks Badezimmer. Oh mein Gott. Der hat sogar seine Unterwäscheschublade in der Küche. Wir können da hoch. Oh mein Gott. Oh, ich komme da nicht hoch. Er ist oben. Letzte Chance. Wir kommen da nicht hoch, Freunde. Noch da. Wir kommen da nicht hoch. Oh, wir verstecken uns einfach hier. Sieht man uns? Ich glaube, man sieht uns ganz schlecht. Wir sind hinter dem Faden. Oh, was, wenn der jetzt hier rauskommt? Oh nein. Ist er das? Leute. Da steht er. Wow. Ich glaube, er ist weggegangen. Habt ihr das gehört? Ist er noch hier? Ich glaube, ich habe ihn weggehen hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe solche Angst. Der hat hier die ganzen Schubladen aufgemacht. Oh Gott, Nick. Hast du mich erschreckt? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst eine Wache. Hier waren gerade die Wachen. Psst, die Wachen sind gerade weg. Easy, ich muss dir dringend etwas zeigen.
Die Wachen sind weg, sagst du. Ja, was willst du mir zeigen? Dann aber schnell, bevor die Wachen wiederkommen. Und ich muss zum Antiquitätenhändler eigentlich. Wir haben uns nämlich verabredet. Der wollte mir nämlich was sagen. Aber, okay, jetzt will Nick mir erstmal was zeigen. Oh, Gott sei Dank sind die Wachen weg. Ich frag mich, wo die hin sind. Und ob die wiederkommen, vielleicht mit Verstärkung oder sowas. Die Tür ist offen? Ich habe Susannas Dachboden aufgebrochen. Sei vorsichtig. Was hat Susanna denn auf ihrem Dachboden? Okay. Der sieht leer aus. Was ist das? Das ist eine Zelle? Hat sie da jemanden eingesperrt? Das ist Tristan. Ist das der echte Tristan? Nick? Ist das der Vater von Quinn? Komm mal mit. Das ist doch der echte Tristan. Leute, guck mal, der lebt. Der bewegt sich sogar ein bisschen. Ich glaube, der schläft einfach nur. Oder ist ohnmächtig oder so. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Warte mal, aber Quinn und Aiden sind doch jetzt gerade abgehauen, um nach Tristan zu suchen. Und jetzt liegt er einfach hier auf Susannas Dachboden. Das heißt, Susanna hat ihn hier eingesperrt? Aber das ist ja auch kein Wunder. Sie arbeitet ja schließlich auch für den Vampir. Weißt du was? Dann pass du mal bitte auf, dass er aufwacht. Und sag auf jeden Fall Quinn und Aiden Bescheid, falls sie wieder zurückkommen oder sowas, dass er hier liegt. Und kümmere dich mal ein bisschen um ihn. Ich muss los. Ich muss zum Antiquitätenhändler. Und falls ich Quinn und Aiden finde, dann sage ich denen auf jeden Fall Bescheid. Pass gut auf ihn auf. Okay, bis dann, Nick. Alles klar. Okay, Freunde, so. Wir haben den echten Tristan gefunden. Der ist einfach die ganze Zeit auf Susannas Dachboden gewesen. Ich meine, ich verstehe das schon. Der Vampir musste Blut von ihm saugen. Das heißt, es war eigentlich klar, dass der den in seiner Gewalt hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Susanna den hat. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zum Antiquitätenhändler? Wie kommen wir da hin? Wir können unsere Wings anziehen. Das ist so das Einzige. Oh mein Gott. Hier hochfliegen? Leute? Wow. Ah, da unten stehen immer noch Wachen. Da unten stehen noch Wachen. So. Hier schnell an der Seite vorbei. In der Hoffnung, dass wir nicht entdeckt werden. Ich seh gerade keine Wachen. Okay, jetzt ganz schnell durch das Gemälde. Zack. Und wir können nach unten. Oh mein Gott, Leute, crazy, was hier gerade schon wieder abgeht. Ich glaube, die Wings ziehe ich mal wieder aus, bevor die an Haltbarkeit verlieren und so. Die gehen relativ schnell alle sozusagen. Und dann werden wir jetzt mal schauen hier. Mein Gott, ist dieses Kart langsam in diese Richtung. Fahr ein bisschen schneller, mein Kart. Ja, so ist besser. So wird's definitiv schon besser. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Ich bin mega gespannt, ob wir jetzt herausfinden, wo der erste Baum steht. Weil genau das wollte uns ja jetzt eigentlich der Antiquitätenhändler sagen. Oh, das ist mein Kart. Nein, fahr nicht ohne mich weg. Es fährt ohne mich weg. Oh, da ist er ja schon. Hi. Ist hier irgendjemand? Nein, der ist alleine. Hi. Ich nehme an, du suchst nach dem ersten Baum. Ja, genau, deswegen bin ich ja hier. Es gibt eine schlechte Nachricht. Der Vampir, momentan in Gestalt von Miss Margaret, hat heute früh befohlen, ihn zu verbrennen. Der Baum ist tot. Aber wenn der Baum tot ist, dann können wir den Vampir doch nicht mehr umbringen. Dann kriegen wir keinen Flock aus dem ersten Baum. Jedoch erzählt man sich unter den Händlern seit langen Geschichten über ein äußerst mächtiges Schwert, eben aus diesem Baum. Niemand weiß, wo es liegt. Aber mit ihm wurden das letzte Mal fast alle Vampire getötet. Okay, viel Glück bei der Suche. Wenn das letzte Mal fast alle Vampire mit diesem Schwert getötet wurden, dann weiß ich genau, wo es sich befinden könnte. Denn womöglich ist es noch genau da, wo es das letzte Mal war, nämlich bei allen Vampiren. Und ihr wisst, wo alle Vampire liegen. Da hat nämlich Miss Margaret uns einmal mitgenommen hin. Das Problem an der Sache ist, dass wir nur über Miss Margarets Haus dahin kommen. Miss Margarets Haus ist das da vorne. Das heißt, wir müssten theoretisch an all den Wachen vorbei, die hier in der Stadt sind. Und wir müssten an Miss Margaret vorbei. Am Vampir. Denn der Vampir hat sich zu Miss Margaret verwandelt. Und ich weiß nicht, wie wir das schaffen wollen. Leute, jetzt stehen wir vor einer größeren Herausforderung als je zuvor, glaube ich. Da vorne stehen die Wachen. Die laufen mir die ganze Zeit in der Stadt Patrouille. Cora? Hey, wo kommst du denn her? Ey, mega nice. Hast du schon Ausgang gefunden, oder was? Weißt du was?
Den brauchen wir gar nicht mehr. Wir müssen jetzt einen Eingang finden, und zwar zu Miss Margarets Haus, wo der Vampir nämlich sich gerade versteckt. Und ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Wir müssen ihn irgendwie ablenken oder sowas. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver, aber ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ich habe nicht so richtig eine Ahnung. Vielleicht kannst du ein... Was machst du denn da? Wieso zündest du hier was an? Hallo, wir müssen uns konzentrieren. Jetzt hör mal auf, hier Sachen anzuzünden. Wir könnten natürlich Aiden irgendwie... Ach so. Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Ladies and Gentlemen, das war's mit dem heutigen Part von Minecraft Monster. Ich bin mega gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird und ob wir es schaffen können, den Vampir aus seinem Haus zu locken. Freunde, ich hoffe, der heutige Part hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!